Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Noch einmal in dem T-Shirt in Rosa, das eigentlich für meine Frau bestimmt war. Aber ich bin da relativ genderflexibel. Ne? Macht mir nichts aus, das T-Shirt für meine Frau zu tragen, wenn sie keine Lust drauf hat. Ne? Und wie gesagt, es gibt ja auch Tage, wo ich rechts rum trage. Ne? Dieses T-Shirt hier ist für die linksrum Tage. Ne? Beziehungsweise man kann es auch rechts rum tragen, dann sieht man halt die Illustration nicht. Ne? Wie dem auch sei, zurück zum Hokyo-Sammai, zurück zu den fünf Ständen, fünf Stufen, fünf Blickwinkel auf die eine Realität. Ich habe beim letzten Mal dieses Papier hier hochgehoben, wo ich sie nochmal aufgelistet habe. Hier auf der rechten Seite die fünf Ränge vom Absoluten und dem Relativen. Beziehungsweise das wäre für diejenigen von euch, die einen Bezug herstellen wollen zum Shobogenzo, das allererste Kapitel in manchen Ausgaben ist Makahanya Haramitsu. Das ist Dogens Interpretation des Herz-Sutra. Und da schreibt er, Form ist Lehre, Lehre ist Form. Das würde diesen beiden ersten Stufen entsprechen. Und dann sagt Dogen, Lehre ist Lehre, Form ist Form. Und das würde dem dritten und dem vierten Standpunkt entsprechen. Und ich habe am Ende des letzten Videos gesagt, Henchu Shi ist eine Lesweise, das heißt das Ankommen im Relativen. Aber sowohl der Hisamatsu, wo habe ich ihn hier, ne? Sowohl der Hisamatsu als auch der Hakuin, die lesen es Kenchu Shi. Und Ken bedeutet Zusammenhalt, Harmonie, Integration. Das heißt, ankommen in der Integration, im Zusammenhalt. Das Problem mit der Lesweise ist bloß, dass der fünfte Rang, der ist Kenshu To und Shi und To. Die Schriftzeichen sind zwar verschieden, aber sie sehen sich sehr ähnlich und sie bedeuten auch beide ankommen, hereinkommen. Das heißt, wenn man den vierten Stand Kenshu Shi liest, dann sehe ich kaum einen Unterschied zu Kenshu To. Beides bedeutet letztlich Ankunft im Zusammenhalt. Und auf zensplitter.de wird dieser Unterschied so ein bisschen, wie sagt man, verwischt, indem das eine übersetzt wird als Integration und das andere als Einheit. Ne? Dieser Stand wird übersetzt als Einheit erreicht, dieses hier als, wie sagt er hier, die Ankunft bei gegenseitiger Integration. Aber wie gesagt, gegenseitige Integration und Einheit sind beide dasselbe Schriftzeichen. Ne? Das heißt, man kommt an bei Integration und dann ist die Integration erreicht. Klingt für mich ähnlich. Wie dem auch sei, es gibt von Tosan noch ein zweites System von fünf Rängen. Und das habe ich hier links hingeschrieben. Dieses Schriftzeichen liest man Ko. Das bedeutet, sich einer Sache zuzuwenden oder in meinen Worten sich seiner Frage stellen. Sich der Frage stellen, was mache ich eigentlich hier auf der Welt? Wer bin ich? Welchen Sinn hat das Leben? Das ist Ko. Das ist der erste Rang in diesem zweiten System. Das heißt auf Japanisch Kukungoi. Kukungoi. Die fünf Stufen der Verdienste sozusagen. Der Ross Bolitar übersetzt es in seinem sehr empfehlenswerten Buch als The Five Stages of Merit, glaube ich, auf Englisch. Ne? Die erste Stufe, Ko, sich seiner Frage stellen. Wer bin ich? Wie will ich leben? Und das zweite Schriftzeichen würde man im heutigen, gegenwärtigen, modernen Japanisch Ho lesen, aber im Kontext von buddhistischen Schriften liest man es in der Regel Bu. Bu, Bu bedeutet dienen. Sich hingeben. Und man könnte sagen, das ist das erste Ochsenbild. Der Hirte vermisst seinen Ochsen. Wo ist mein Ochse? Und das hier ist der Weg. Du hast den Weg gefunden. Jetzt gibst du dich hin an den Weg. Hingabe an den Weg. Dienst. Oder meine Worte hier, das wäre, es geht um mich und nur um mich. Aber es geht nicht um dich. Es geht hier nicht um dich. Aber um wem geht's dann, ne? Und
die Lobverse von Tosan, die er geschrieben hat für diese Verse, ich habe ein bisschen das Gefühl, die passen sehr viel mehr zu diesem zweiten System. Also er schreibt ja in seinem Lobvers, der Tosan, Mitternacht, bevor der Mond aufgeht, ne? Da ist noch die Sehnsucht nach vergangenen Tagen. Du erkennst es noch nicht, ne? Der Mond ist noch nicht da, aber dass das Gefühl, es fehlt was. Der Lobvers passt für mein Gefühl sehr viel besser hier zu diesem Rang als zu dem Relativen im Absoluten. Ne? Und dann der zweite Vers, du hast es erkannt im Spiegel, aber du siehst, hast eben noch nicht erkannt. Ne? Es geht nicht um dich. Ja, aber um wen geht's dann? Ne? Es geht nicht um dich. Dich ist im Grunde schon die Wahrheit. Ne? Du könntest sagen, das ist das A und O des Buddhismus. Es geht nicht um dich, aber in dem Moment, zumindest in meinem Fall, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass das Gesicht der Alte, dass das mein Gesicht ist. Du erkennst dich im Spiegel, aber du willst es nicht wahrhaben. Das ist Bu. Und dieses Zeichen würde man heute Ko lesen. Das ist auch das Kung von Kung Fu im Chinesischen. Ne? Also Chinesisch wäre es Kung. Und im buddhistischen Kontext liest man das Ku. Eine Bedeutung ist Verdienst. Und ich, für mich, bedeutet das das Sterben auf dem Kissen, aber natürlich nicht nur auf dem Kissen. In jedem Moment im Alltag vollkommenes Loslassen, das Abfallen von Körper und Geist. Ne? Das ist der Verdienst. Ah, das war es. Du erschaffst Anteiche, aber es geht nicht um dich. Ach, das war gemeint. Aber das ist jetzt der dritte Rang und da könnte man auch eine Beziehung herstellen zu diesem Rang. Ne? Die ersten beiden, die korrespondieren nicht so gut. Ne? Aber das hier, das wäre bei den Ochsenbildern das vierte Ochsenbild. Der Ochse bei den Hörnern gegriffen. Ne? Aber es geht weiter. Und der Ross Bolletta sagt, dieser Rang, der steht dann für die Bilder 5, 6 und 10. 5, 6 und 10 ordnet der Ross diesem Rang zu. Das würde man hier normalerweise modernes Japanisch Kyoko lesen, aber im Buddhismus ist es vermutlich Guku. Gemeinsamer Verdienst. Nicht nur ich habe es, sondern eigentlich haben es alle. Ne? Es gibt keinen in der Welt da draußen, der nicht ein Buddha wäre, aber das muss kommuniziert werden. Und es gibt ja das berühmte Koan von der Alten, die Hütte des Eremiten abgebrannt hat. Ne? Sie schickte ihre Enkeltochter mit dem Tablett, mit dem Essen zu dem Eremiten und die flüsterte ihm ein paar süße, verführerische Worte ins Ohr. Und was sagte der Eremit? Hier auf diesem nackten Felsen, die Kiefer, da werden keine Blüten mehr blühen. Ne? Du kannst mich nicht verführen. Der Eremit stand hier auf diesem Standpunkt. Ne? Er war erleuchtet, er war frei von seinen Begierden, aber er verzichtete darauf, das zu kommunizieren. Und deshalb hat die Alte die Hütte abgebrannt. Ne? Du musst es teilen. Du musst es teilen. Du musst es kommunizieren. Du musst es rüberbringen. Es reicht nicht, den Ton der einen Hand allein gehört zu haben. Du musst auch andere dazu bringen, dass sie die Ohren öffnen für den Ton der einen Hand. Das ist Guku und korrespondiert, ja, je nachdem, wie man diese Ränge hier interpretiert, ne, aber die konventionelle Interpretation wäre hier wieder, ne, also 10. Ochsenbild, runterkommen auf den Marktplatz. Man könnte natürlich auch hier eine Beziehung herstellen, ne, was ich erkannt habe. Es gilt auch für alle anderen, die ich da im Spiegel sehe. Ne? Nicht nur ich bin das eine Einzige, sondern jeder da draußen ist im Besitz dieses einen. Und dann der letzte Kuku, Verdienst über Verdienst. Bei Dogen, ne? Im Genjo Koan, würde ich sagen, ne? Das ist, den Buddha-Weg lernen bedeutet, dich selbst zu lernen, dich selbst ergründen, wäre hier Ko. Dich der Sache zuwenden. Das bedeutet, dich dir selbst zuwenden. Bu bedeutet,
Dich selbst ergründen bedeutet dich selbst vergessen. Es geht nicht um dich. Dich selbst vergessen bedeutet, von den 10.000 Dingen bestätigt zu werden. Es gibt nichts. Nichts da draußen, das nicht ich wäre. Es ist alles Teil meiner Realität. Aber bei Dogen, von den 10.000 Dingen bestätigt werden, bedeutet nicht nur deinen Körper und Geist abfallen lassen, sondern auch den der anderen abfallen lassen. Es geht nicht nur um dich, es geht nicht nur darum, die Einheit erfahren zu haben, sondern du musst es auch an die anderen kommunizieren, die es eigentlich gar nicht gibt. Es gibt ja nur eine Realität. Es gibt ja eigentlich gar keinen da draußen. Und trotzdem machst du dich auf den Weg runter auf den Parkplatz, um dieses Shinjin Datsulaku zu kommunizieren. Aber auch da bleibst du nicht stehen, würde Hakuin sagen, ne? Da darf man nicht stehen bleiben. Die Spuren des Erwachens haben sich aufgelöst, aber der Weg führt endlos weiter. Es gibt kein Ende. Und Hakuin sagt auch am Ende seines Teeshows, ne? Also er sagt ja bei jedem der Ringe, jetzt darfst du aber nicht stehen bleiben, es geht noch weiter. Und was sagt er am Ende des 5. Rangs? Er sagt, es ist von höchster Wichtigkeit, die 5 Stufen zu studieren und zu durchschreiten. Durchdringende Einsicht in sie zu erlangen und völlig ohne Anhaften oder Zögern zu sein. Er spricht vom Studieren und Durchschreiten, er spricht nicht vom Ankommen, ne? Und er schreibt dann, aber auch, wenn dein persönliches Studium der 5 Stufen zu einem Ende gekommen ist, der Buddha-Weg erstreckt sich endlos. Also bei Dogen, die aufgelösten Stufen führen immer weiter. Der Buddha-Weg erstreckt sich endlos und es gibt keine Ruhestationen auf ihm. Die Tore des Dharmas sind vielfältig. Ne? So wie die Zahl der leidenden Wesen unbegrenzt ist, auch die Zahl der Dharma-Tore ist unbegrenzt. Das war das 3. der 4 großen Gelübde. Ne? Die Zahl der Dharma-Tore ist nicht nur vielfältig, sie ist unendlich und trotzdem gelobe ich sie alle zu durchschreiten, nicht nur die fünf hier, ne, sondern unendlich. 365 im Jahr, mindestens 30.000 im Leben, ne? Und selbst danach geht es unter Umständen noch weiter. Und ja, heute ist es mir dank Schneiden gelungen, die Zeitgrenze zu durchbrechen, die Schallmauer, die mir diese Kamera immer wieder präsentiert, ne? Aber ich will euch nicht endlos langweilen. Und beim nächsten Mal soll es dann auch zurückgehen zum eigentlichen Text des Hokyo-Sammai, ne? Ich habe mich sehr, sehr lange jetzt beschäftigt mit Hakuin, mit den 5 Stufen, ne? Und den Widersprüchen, die ich da gesehen habe, zum Hisamatsu und auch mit den Lobversen vom Tosan konnte ich oft nicht so viel anfangen, ne? Das klang, wie gesagt, ne, eher nach diesem relativen Stufensystem. Ne? Aber wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ne, zum Abschluss, was ist denn jetzt richtig, ne? Also dieses Stufensystem oder diese absoluten Ränge? Ist es falsch, das Ganze stufenweise zu verstehen? Und ist es richtig, das Ganze als eine Wirklichkeit, die von 4 oder 5 verschiedenen Bergen aus betrachtet wird, zu betrachten? Die Antwort ist natürlich, nein, es ist nicht das eine richtig und das andere falsch. Das Stufensystem ist, in diesen Worten, Hen. Es ist das Relative, das gekrümmte Kontingent. 1, 2, 3, 4, 5. Es sind verschiedene Systeme oder Standpunkte und sie sind auch nicht alle gleichwertig. Es ist nicht alles gleich, es ist nicht alles eine Soße. Aber das hier ist dann Sho, das Essentielle. Letztlich, an der Wurzel sind sie doch gleich. Sie sind verschieden, aber gleich. Das heißt, auch in diesen beiden verschiedenen Systemen drückt sich wieder das Absolute und das Relative aus. Ne? Das hier ist das Absolute, die absolute Sichtweise oder die essentielle Sichtweise und das ist die Kontingente, die relative Sichtweise.
Aber jetzt, ne, erstmal genug mit Hakuin Hisamatsu, 5 Ränge, obwohl wir leider nochmal darauf zurückkommen müssen, denn es geht im Hokyo-Sammai auch nochmal darum. Ne? Aber davor geht es um Hexagramme und das I-Ging, was auch wieder kompliziert ist, aber ich verspreche euch, dass ich nicht die ganze Woche keine ganze Woche über Hexagramme bei I-Ging sprechen werde. Auch wenn es bestimmt unter meinen Zuschauern welche gibt, die sich auch für das I-Ging, ne? Und was weiß ich, ne? Orakel interessieren. Aber mein Ding ist das weniger. Ne? Insofern, ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns. Ich freue mich auf eure Kommentare. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und nochmal vielen Dank, ne, für die T-Shirts, Gedichtsammlung. Sitzen im Hier und Jetzt. Aber der Weg geht trotzdem weiter. Es gibt keine Ruhestation, sagt Hakuin. Ne? Man muss sich aber auch keinen Stress machen. Das Bodhisattva-Spiel sollte auch nicht zu einem Punktesammelspiel kommen. Ne? Du wirst nie alle Wesen retten, aber das ist keine Ausrede, um nicht zumindest heute damit zu beginnen, eine Person zu retten. Wer könnte diese Person sein? Aber jetzt soll wirklich Schluss sein, ne? Habt einen schönen Tag. Danke. Tschüss.